So, Freunde, es geht weiter. Wir müssen jetzt irgendwie mal das Rätsel lösen, wie wir da rauskommen. Ich vermute mal, dass das irgendwie mit diesem Kopf zu tun hat, den wir da eingesammelt haben. Weil sonst kommen wir hier nämlich nicht raus. So. Gucken wir mal, was haben wir denn im Inventar? Objekte. Jagdtrophäe, die untersuchen wir mal. Ah, siehst du, ihr Schädel hat dieselben Muster. Das ist ja schon mal nice. Das heißt, wir setzen einfach den Tierschädel hier ein. Wir kommen dann raus und können unten das einsetzen. Komm mal raus. Sehr schön. Ach du heilige Neune. Also ich weiß nicht, es gibt hier viele Charaktere in dem Game, aber gerade die alte, die macht mir doch ein bisschen Angst, weil die ja unheimlich viel Kraft hat. Wir können zwar ein bisschen langsam hinterher. Hast du gewartet? Oh. Kommen wir da nicht dran vorbei oder so? Warte mal, ich kann mal versuchen, sie irgendwie hier wie abzulenken oder so. Ich komme hier rechts an ihr vorbei. Die ist einfach zu groß. Los. Amen, komm. Ah ja, okay, super. Es hat ja geklappt. Aber das ist die falsche Seite. Zeit zu sterben. Nee, ich habe da keine Zeit für. Du raffinierte kleine Ratte. So, jetzt aber dran vorbei. Dankeschön. Und dann müssen wir die Treppe runter. Ja, genau. Und jetzt suchen wir mal den Vierer hier. Genau. Maske der Verzückung. Schauen wir mal, was haben wir denn jetzt hier? Ich denke mal, wir kommen hier nicht weiter, ne? Ne, leider nicht. Kommt sie mir jetzt hinterher oder lässt sie mich zufrieden? Schießen bringt bei ihr sonst so nichts. So, komm mal nachladen. Wo waren wir denn noch gar nicht? Kaufmannszimmer, da gab es ja irgendwie noch ein Rätsel. Schau mal. Achso, genau. Terrasse, Schloss, Haupthalle. Innenhof. Wir sind jetzt gerade hier. Wagenauffahrt. Kommen wir eigentlich da raus? Ne, die Wagenauffahrt ist ja das hier. Oh. Sieh an, da bist du. Scheiße. Ich glaube, wir müssen mal speichern. Wo ist denn unser Freund hier? Ach, da drin. Ich
glaube, da lässt du uns ja zufrieden. Oh, schnell raus. Hui. So. Stets zu Diensten. Nicht angenehm, wenn man hört, dass die Alte da draußen rumrennt. So. Mit dem verkaufen. Dietrich haben wir, den brauchen wir. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Nicht schlecht, 6850. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Magazingröße. Könnte man hier auch ganz gut gebrauchen, ne? Moment bitte. Sehr gut, jetzt haben wir noch 850. Ja, irgendwie Munition kauft er mal nicht, das ist irgendwie merkwürdig. Was, 4000? Mehr haben wir auch nicht. Hals. Sieht's denn eigentlich aus? Sieht wieder gut aus. Und Beinbruch. Müssen wir mal überlegen, wo wir noch nicht waren. Also Kaufmannszimmer. Hier gibt's ja auch immer noch das Rätsel hier mit dem Schloss. Muss irgendwie eine Kugel oder so eingesetzt werden. Versuch mich mal so schnell wie möglich irgendwie aus ihrem Dunstkreis zu verziehen. Das überhaupt klappt. Verstampft sie da am Treppenhaus rum. Fremde, ich geh mich an. Oh, warum muss sie auch immer treffen? Ist das eigentlich, wenn ich auf sie schieße? Hier eigentlich Energie? Immer. Wir versuchen es einfach mal, ob wir sie platt schießen können. Wenn ich mir meinen letzten Speicherstand. Das scheint an ihr abzuprallen. Bist du fertig? Energie ist so semi. Schade, dass wir hier nicht rauskommen aus dem Zimmer. Irgendwie abhauen können. Ah. In meine Klauen, kleine Ratte. Boah, ihr weglaufen ist, glaube ich, die beste Option. Jetzt ist sie auch ein bisschen weiter weg. Können wir auch nochmal in Ruhe gucken. Halle der Vier, genau. Da haben wir auch. Obwohl, das, die Halle der Vier ist ja blau. Das verstehe ich nicht. Warum das denn? Weil es sind doch noch gar nicht alle gelöst. Wenn man mal guckt, da fehlt nur eine Statue und da fehlt nur eine.
Ah, jetzt kommt sie wieder hinterher. Wo soll's denn hin? Wenn ich jetzt nach hier laufe, gibt's noch in die Empfangshalle. So, der Raum ist eigentlich auch gelöst. Die Haupthalle. Ah, Halle. Warte mal, da oben gibt es ja noch Halle der Freude. Guck mal. Gibt es ja noch irgendwas? Wir hier irgendwie noch eine Tür auf? Die Tür ist noch zu hier. Da war noch nicht drin. Die ist ja auch von der anderen Seite verschlossen. Das ist ärgerlich. Jetzt bin ich jetzt hier im Treppenhaus gefangen. Das ist gar nicht gut. Da kann ich ja eigentlich so gut wie gar nicht ausweichen. Was ist denn eigentlich, wenn ich die Mine hier mal setze? Die hier lang kommt. Endlich treffen wir uns. Das hat sie nicht besonders beeindruckt. Warte mal, ich will noch mal in diesen Weinraum rein. Haupthalle, Halle der Freude. Das hier oben kommen wir auch noch nicht lang. Ist von der anderen Seite verschlossen. Hier ist Konzertsaal. Okay, wir müssen jetzt theoretisch zum Konzertsaal, würde ich sagen. Aber wie kommen wir denn hier wieder nach draußen? Das ist so die Frage. Energie sieht noch gut aus. Weiter nach oben geht's nicht. Es geht nur weiter nach unten. Endlich treffen wir. Oh Mann, ey, Lady. Ich hab doch keine Zeit. Du vergeudest meine Zeit. Oh, warum muss sie denn immer treffen, ey? Das gibt's doch nicht. Hier geht's nach draußen. Das ist schon mal gut. So, ich habe gesagt, wir müssen zum Konzertsaal. Und dann müssen wir hier lang. Gehen wir mal. Ne. Küche. Genau, Konzertsaal und dann müssen wir hier irgendwo lang. Der Konzertsaal, dann war das hier? Ja. So, das heißt, wir müssen irgendwie... Da gibt es auch eine Treppe nach oben. Dafür muss es hier, glaube ich, weitergehen. So, sehr gut.
Oh. Hat dein Weg dich endlich zu mir geführt? Irgendwann kommen sie alle. Au, wie gemein! Wo ist sie? Wo ist sie? Ah, shit. Das kann mir jetzt nicht versagen. Warum tust du das? Mal gut, dass wir den Hebel gleich gefunden haben. Ja, komm. Wo bist du? Da. Doch, mein voller Ernst. Los, zeig dich. Warum? Warum tust du das? Na, Angst? Es ist so kalt. Liebst du mich nicht? Nee. Lieber eine andere. Zack. Ich will nicht sterben. Das wäre denn die dritte, ne? Ich glaube, das war's dann. Ich kann versattern. Lass uns vorsichtshalber nochmal. Nee, hat sich erledigt. Ich dachte, wir können es nochmal aufmachen. Kristaller Torso. So, gucken wir mal. Haben wir denn noch was hier? Ja. Aber das ist ganz cool. Wir sind bis jetzt immer richtig gelaufen. Also wir haben keinen Mist gebaut hier irgendwie. Sind immer weiter vorangekommen, auch wenn es manchmal ein bisschen gedauert hat. Hier gibt es noch irgendwas in der Bibliothek? Vielleicht eine Schublade oder so? Das ist ganz cool gemacht, dass man immer sieht, ob man den Raum richtig durchsucht hat. Dann gucken wir erstmal alle Außenwände an hier. Hier nochmal. In den Regalen, ob da was ist. Auch alles eingesammelt. Ja. Okay, dann können wir uns die Kommode nochmal angucken hier. Hier im Raumstand. Scheint aber auch nichts aufzublitzen. Manchmal seltsam, ne? Dass hier irgendwelche angeblichen Rätsel noch sind. So. Egal, so. Da waren wir noch nicht. Wir sind von Bibliothek. Das ist auch das Weinzimmer. Okay, dann kommen wir wahrscheinlich von hier hinten dann da rein. Alle der Freunde. Ah, die nächste Maske. Sehr gut. Maske der Freude. Wie geil. 3 von 4 haben wir jetzt. So. Atelier. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas öffnen können. So ein geiles Porträt, ne? Das sieht richtig Hammer aus. Lass die 5 Glocken erklingen.
ist nichts. Ich dachte so, okay, nimmst du eine Glocke, kannst drauf rumhauen, aber... Gehen wir mal nach oben, da wird ja irgendwas sein. Okay, hier ist ein Mechanismus einer Uhr. Das ist ja auch interessant. Wir können hier nach oben gehen. Wenn wir jetzt hier gucken, kommen wir hier oben aber nicht weiter. So viel geile Rätsel. Wenn wir an der Glocke nichts machen können. Vielleicht am Mechanismus irgendwas machen. Gibt es keine Möglichkeit. Was ist eigentlich, wenn ich mit dem Messer da drauf haue? Das Geile ist, da steht, wir sollen 5 Glocken läuten, aber da ist ja nur eine. Und die habe ich jetzt geläutet. Die brennt auch. Und dann, ja, noch andere sein. Ah, da ist ja noch eine Glocke. Ich sehe eine. Ich muss da mit der Pistole drauf schießen. Ja, aber zu spät gesehen. Man, gut, dass man von oben besser sieht. So. Das ist Nummer 2. Hier ist auch noch Munition drin. Krass, wie geil die versteckt sind in dem Raum, dass man die so nicht gleich sieht. Das heißt, hier ist Nummer 1. Hier unten ist, sehen wir von hier oben jetzt nicht. Doch, da, Glocke 2. Hier gibt es keine Glocke. Faszinierend, also, wenn es hier 5 Glocken gibt und ich sehe nur 2. Ah, da oben ist noch eine. Das sind dann 3. Trotzdem sehr geil gemacht. Sowas gefällt mir, wenn man das nicht von Anhieb an gleich so sieht. Auf Anhieb an. Mal, kann es sein, dass hier auch eine Glocke mitschwingt? Ja. Ah, hier weiter unten. Ah, schade. Komm. Nummer 4. Jetzt fehlt uns noch eine. Wo könnte die sein?
Porträt ist keine, ne? Nee. Aber dann geht auch ihr Bild übrigens auf hier. Sieht so aus wie so eine Tür. Vielleicht auf der Rückseite noch eine Glocke? Nee, auf der Rückseite des Bildes ist keine Glocke. Hier unten ist keine Glocke, da ist auch keine Glocke. Hier ist auch keine Glocke. Hier war eine Glocke, die haben wir schon angezündet. Vielleicht hängt hier unter der Decke hier noch irgendwo eine. Nee. Wo ist diese scheiß fünfte Glocke? Ey, das gibt's auch gar nicht. Kann natürlich sein, dass die hier irgendwo noch ist. Hier oben. Da draußen. Ja, geil. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, genau, wusste ich's doch. Mann, 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 ey, sind wir doch schon ganz gut vorangekommen. Frage ist natürlich, wo das hinführt hier, ne? Ist ja irgendwo runterfalle. Energie sieht gut aus. Wie sieht's mit Objektherstellung her aus? Nicht schlecht aus mit der Energie, ey. Jetzt nochmal ein großer Angriff kommt oder so, dann war's das. Was macht er denn für Geräusche, ey? Ja. Ich glaube, wir müssen wirklich Medizin das nächste Mal kaufen. Dann können wir die Kiste auch kaputt machen hier? Okay. Medizin sieht echt schlecht aus. Das andere, sag ich mal, Munition ist auch wichtig. Oh, Schatzkarte. Sehr schön. Aber... okay. Eine Medizin, aber... ja, es ist alles wichtig, ne? Waffen sind wichtig. Wenn du gar keine Energie hast, kannst du vergessen. Gerade wir werden bestimmt auch öfter angegriffen. Ah, oh, wir haben noch einen Dietrich gefunden. Das ist ja auch geil. Er zerfällt zu Staub. Das ist auch gut. Auf jeden Fall, die Hexen müssten jetzt alle tot sein. Es waren ja drei Stück, ne? So, ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblume nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit dem Gebräu aus Giften aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Es soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Wieder ein weiteres Rätsel. Hier fehlt der Kopf. Oh, neue Knarre. Das ist ja cool. Ihr Inventar ist voll. Schaffen Sie Platz, indem Sie Objekte neu anordnen oder bewegen. Mal Shift bewegen.
mal. Nehmen wir mal den Dietrich. Mal hier hin. Ja, das passt so. Drei Stück. Von der Idee her ist das schon ganz geil gemacht, ne? Dass man hier so selber ein bisschen puzzeln muss. Damit man dann sein Inventar anpassen kann. Brauchen aber viel, ne? Warte mal. Nein. Ich glaube, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen mal hier unsere Samurai Edge, auch wenn es schmerzlich ist, und packen die erstmal hier rein. Passt trotzdem nicht. Oh, das ist so ärgerlich. Warte mal. So könnte es vielleicht klappen. Jo. Sehr gut. Dann haben wir zwar die abgegeben. Aber die benutzen wir ja sonst so nicht, weil die kaum Kraft hat. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Hey, Inventar ist voll, wir haben das doch... Hä, was soll das denn? So, die haben wir doch hier rübergepackt. Hat er das denn eben nicht übernommen? So, F bestätigen. Okay, warum können die nicht weggeworfen werden? Was soll denn der Blödsinn? Nein. Hätte ich den mal verkauft. Warte mal. Objekte stapeln. Was passiert denn da?
wir die mal hier rein. Sehr schön. Was ist jetzt? Jo. Sehr gut, jetzt haben wir die fette Knarre hier. Sehr gut, nach draußen geht's auch. Vielleicht braucht man die auch sogar. Wenn wir draußen irgendwas bekämpfen müssen oder so. Oh. Vampire, Fledermäuse, wie auch immer. Zwei sind noch über, ne? Bitte. Einer flattert hier noch rum. Ja, Aiming natürlich on point hier. Ja, wo bist du denn? Zeig dich. Ich kann gar nicht. Oh, ich habe keine Munition mehr, das ist ja assi. Muss ja irgendeine Bewandtnis haben, warum ich da die vier killen muss. Oder besser gesagt, warum ich die überhaupt killen kann. Okay. Ich will jetzt keine Munition groß haben. Ich weiß ja nicht, ob die mich überhaupt angreifen. Das ist ja so die Frage, die ich nicht beantworten kann. Okay. Geht ein Fahrstuhl. Naja, vergehst du? Geil, kristalliner Flügel. Ich wollte schon da unten. Scharfschützmunition, sehr gut. Inventar ist voll. Oh Mann, ich könnte kotzen, ey. Wollt ihr nicht irgendwas wegschmeißen? Brauchen wir denn wirklich diese scheiß Rohrbombe? So, Objekte stapeln, bestätigen Rohrbombe. Warte mal, können wir die nicht gleich laden? Ja, das ist so dämlich gemacht hier. Warum gibt es denn keine Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren oder so? Schauen wir mal, ob wir die... ausrüsten. Es muss so möglich sein, dass ich auf die Munition klicke und dann sage, ich möchte gleich nachladen. Das ist ja wohl ein schlechter Witz, oder?
kann aber auch nichts anderes irgendwie liegen lassen. Das ist mein Problem. Ich kann nur eins machen. Ich kann die Rohrbombe einfach wegwerfen. Machen wir das Inventar zu. So. Dann gehe ich jetzt hier auf Rohrbombe. Ausrüsten. Sehr gut. Müsste ich die ja nehmen können, ne? Ja, sehr gut. Übrigens, das Gewehr müsste da auch nochmal nachgeladen werden können. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall die Kapazitäten, Munition einzusammeln. Das finde ich auch schon sehr wichtig. Das war jetzt zwar ein bisschen nervig, das Ganze hier, aber... dass hier runtergefallen ist. Ich hätte sein Loot ganz gut gebraucht. Okay, Geld ist gut, das kann ich auch einsammeln, aber warte mal, wo ist denn der runtergefallen? Ah, hier ist er. Ja, gut, dass er so runterfällt, dass ich auch seine Sachen einsammeln kann. Ah, Geld, Alter, das gibt aber richtig Kohle. Das gefällt mir. Nur Munition, Schwarzpulver. War auch nice, dass man mit dem Fahrstuhl nach unten fahren können, aber irgendwie finde ich, gibt es ja noch genug zum Sammeln. Oh, Munition ist eingesammelt. Auf jeden Fall werde ich im Shop das nächste Mal die eine Waffe verkaufen. Ich brauche den Platz irgendwie im Inventar. Ah, hier ist auch noch was, sehr geil. So richtig süchtig geworden, was das Einsammeln angeht. Das lohnt sich richtig. Weil hier kannst du richtig Kohle einsammeln. Hier lohnt sich das immer bei solchen Games auch wirklich nochmal zweimal zu gucken, bevor man dann wieder abhaut. Irgendwie höre ich auf jeden Fall immer noch so ein bisschen rumschnarchen. Okay, wo komm her, Flattermann? Ja, sehr gut. Wo komm her? Vergeh bitte da, wo ich es auch einsammeln kann. Ja, sehr gut. Komm her, komm zu mir. Ja, feiner Flattermann. So, sehr gut. Dann gucken wir mal, dass wir nochmal was herstellen.
Aber es können keine hergestellt werden, da das Inventar voll ist. Aber es muss doch möglich sein. Verstehe ich jetzt nicht. Das macht keinen Sinn. Weil, wenn man sich das Inventar mal anguckt, dann sieht man hier, dass man die ja überlappen kann, ne? Dann machen wir das mal so. Ausrüsten. Nachladen. Hier Schuss. Sehr gut. Stellen wir mal schön her hier. Okay. Bleiben wir jetzt aber erstmal bei der Pistole. Da bin ich gekommen, genau. Ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal einen Fahrstuhl, weil hier oben ist ja irgendwie weiter nichts, ne? Ja, wir können auch mal gucken. Ah, hier ist auch noch mal eine Vase. Ja gut. Mal gucken, was haben wir denn jetzt noch an Objekten eigentlich? Wir haben den Schmiedeeisenschlüssel, den Schlüssel von Dimitrescu, Maske der Freude, Schatzkarte. Das mit der Maske finde ich natürlich sehr geil, weil wir die dann gleich einsetzen können. So, also hier oben ist nichts mehr, das heißt, wir fahren nach unten. Das heißt, unten war nicht das Problem, dass der Strom aus ist, sondern dass der Fahrstuhl oben war. Nur komisch, dass man den nicht rufen konnte. So, geil. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, Kaufmannszimmer. Alle der, genau, wir müssen einfach nur geradeaus. Energie sieht gut aus, ja. Warum können die denn... Hey. Können die denn jetzt nicht übereinander gestapelt werden? Das verstehe ich nicht. Warte mal, Objekt stapeln. Jetzt? Shift bewegen, bestätigen. Seltsam, warum? Das ist doch dämlich, warum? Wird das denn jetzt hier das Arzneimittel nicht übereinander gelegt und dann steht da 1-1? An Zwischenablage senden, F bestätigen. Muss mal einer verstehen. Egal, komm. Cassandra? Cassandra! Nein, weißt du. Maske der Freude, nehmen wir die doch mal. Diese Schuld kannst du nicht vergleichen. Jetzt würde ich sagen, wir speichern und dann... Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Stets zu Diensten. Sehr gut, dann gehen wir erstmal hier auf Verkauf. Kristalliner Flügel. Kristalliner Torso. Oh, das gibt aber richtig Geld. Dietrich brauchen wir selber. Obwohl, brauchen wir die unbedingt? Ach komm, wir hauen die auf weg. Dann haben wir mehr Platz im Inventar.
Und dann verkaufen jetzt mal meine Samurai hier. Brauchst du es nicht mehr? Nee, brauche ich nicht Bitte mehr. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Magazingröße kann ich noch verändern. Feuerkraft ist ja voll ausgenutzt, ne? Ich hier noch... Ja, die kann ich gar nicht mehr erweitern. Pistole kann ich noch erweitern. Magazingröße, ja. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. So, das war's denn, ne? Also wir haben 11.340. Wir haben jetzt hier die Feuerkraft komplett erhöht. Die Flinte können wir... Können wir auch nicht mehr erhöhen. Hier können wir noch was erhöhen. Hier würde ich aber die Magazingröße anpassen wollen. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Jo, jetzt haben wir noch 340, ne? Hurra. Ich will gleich Peter Zwegert anrufen. Danke für deine Treue. Sehr gut. Dann speichern wir hier nochmal. Jo, prima. Und jetzt müssen wir nochmal überlegen. Uns fehlt noch eine einzige Maske. So. Zwar... Alle der vier. Hier gibt es noch Kugellabyrinth. Genau, hier fehlt noch eine Kugel. So, was haben wir denn hier noch? Das ist der Innenhof, das ist das Speisezimmer. Speisezimmer ist komischerweise immer noch rosa, warum auch immer. Gucken wir mal, was uns noch fehlt. Obergeschoss. Beim Konzertsaal fehlt uns immer noch was. Da sind wir drin gewesen, genau, Weinzimmer. Hier sind wir auch rausgekommen. Hier ist das Badehaus der Dimitrescu. Schlossdach. Mal nochmal. Das Schlossdach selber ist immer noch rosa, also da ist immer noch nicht alles erforscht. Ist die Frage, ob wir da nochmal hingehen, ob das Sinn macht. Wir können ja mal gucken, weil hier ist nur eine Treppe, aber okay, das führt aber nirgends mehr wohin. Glockenturm. Wo finden wir diese andere Maske? Das ist halt die Frage. So. Konzertsaal, Bibliothek, Halle der Freude. Das Gute ist, wir kommen jetzt von dem Weinzimmer eigentlich hier lang. Vielleicht sollten wir da nochmal lang. Das Badehaus könnten wir eigentlich theoretisch auch nochmal rein. Weil wir sind nämlich hier auf der Terrasse gewesen und hier... Nicht gewesen. So, was machen wir denn jetzt mal? Ich würde sagen, gucken wir mal, wo sind wir? Hier Obergeschoss ist schon richtig. Und dann hier hochlaufen. Okay. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Ja, ich habe sie alle platt gemacht.
So, hier ist das Weinzimmer. Achso, hier wollte ich ja gar nicht lang. Nein, ich wollte hier hinten lang. Hier lang. Von der anderen Seite verschlossen, die habe ich doch schon geöffnet. Ja, blöd. Dann gehen wir nochmal auf den Dachboden, oder? Vielleicht haben wir da doch noch nicht alles durchsucht. Gesundheit ist immer noch grün, das ist sehr schön. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Oh, dass sie da auch immer rumflucht, ey. Das ist doch... Eine einzige Maske fehlt uns noch. Und dann haben wir das auch geschafft. So, jetzt müssen wir uns nochmal die Karte angucken. Die Tür geht denn hier auf? Wir müssen eigentlich hier runter. Okay. Ja, mich würde mal interessieren. Warum wir auf dem Dach immer noch nichts, also warum das immer noch rosa ist und wir noch nicht alles aufgedeckt haben. Ich möchte, dass das blau ist, dass wir auch alles gelootet haben. Irgendein Rätsel muss es da oben ja noch geben. Ja, es ist ja... Ja, immer noch pink. Und pink bedeutet auf der Karte, wird durchsucht. Heißt, wird durchsucht, wir sind gerade da, oder? Okay, wir haben neue Munition gefunden, das ist auch sehr schön. Weiß auch gar nicht, ob man im Fahrstuhl noch ein bisschen höher kann sogar. Haben wir auch noch gar nicht probiert. Hier sind wir auf der anderen Seite. Geht's weiter nach oben. Ah, alles klar. Wusste ich doch, dass da irgendwas falsch lief. Oh, finden wir da das, geil, die andere Maske. Maske okay. Des Zorns. Jetzt sollte ich hier rauskommen. Super. Bin ich ja mal gespannt. Auch geil, hier waren wir noch gar nicht, ey. Man hat gar kein... Man würde am liebsten aufhören, aber, nee, man... Also, man ist schon unkonzentriert. Ich merke das auch beim Quatschen jetzt hier. Man möchte eigentlich schon aufhören. Aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie... Kann ich noch nicht aufhören, also... Man entdeckt immer wieder Neues. So, und jetzt müsste das ja auch blau... Ne, ist immer noch nicht blau, aber okay, ist auch erstmal egal. Wir haben die Maske und das ist das, was zählt.
So, dann wollen wir mal nicht lange schnacken, sondern fahren mit dem Fahrstuhl runter. Warte mal, runter. Da gibt es ja auch nach oben. Mal gleich nochmal probieren, ob wir zweimal nach oben können. Das habe ich noch gar nicht probiert. Jetzt fahren wir nach oben und versuchen nochmal nach oben zu fahren. Wenn das natürlich nicht geht. Okay. Na, ich vermute mal, man kann nur nach unten. Ja, man kann nur nach unten. Nach oben leider nicht. Ich dachte irgendwie manchmal, vielleicht nochmal Secret oder so, zweite Etage. Wäre ja ganz cool. Bin jetzt mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt die andere Statue aktivieren. Oh, das wird nice. Das wird mega nice. Lästige Missgeburt! Lauf so schnell du willst! Ich krieg dich schon! Oh, Mensch, komm doch rein hier! Hier ist doch viel schöner. Guck mal, wie schön du das hier hast. Ah, Mensch. So, die letzte Statue jetzt einsetzen. Oh. Puh. Maske des Zorns. Muss ja hier die Tür aufgehen, ne? Yo, Sesam, öffne dich. Und ein Kraut. Und rostig. Und es geht raus, sehr schön. Okay, da können wir nichts mehr herstellen. Alter, was das für eine Aussicht ist, ey. Das ist ja richtig geil. Jetzt sind wir richtig im Schloss, so quasi Schlossturm, ne, kann man sagen. Das ist die Kirche hier, ne? Oh. Da war einer scheiße gehaust. Vielleicht finden wir hier das Kreuz. Was wir ihr dann sozusagen in die. In das Blutwasser werfen können, oder? Aber wer weiß. Ein Dolch haben wir gefunden. Oh, es sieht schon wieder. Oh! Das ist ja sehr geil. Das heißt, sie kann den Dolch nicht haben. Scheiße. Oh Mann, jetzt verwandelt sie sich noch. Oha. Jetzt geht's aber richtig ab. Uiuiui, Freunde. Ja, mit einer Pistole bräuchte er, glaube ich, nicht kommen. Ja, toll. Ja, ausrüsten, komm. Ja, das glaube ich auch, weil ich glaube nicht, dass ich das so packe.
Wo ist sie denn? Ja, einmal sind wir jetzt hier unten, aber es muss doch da oben noch weitergehen, oder habe ich da was übersehen? Ach, hier geht's rein. Oh Gott, warum habe ich das nicht gesehen? Alter Falter, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, ich hasse das. Das ist manchmal in dem Game so, du hast keine Möglichkeiten, groß auszuweichen. Oh. Ist ja auf sie schießen, ne? Ja, komm, zeig dich. Bloß aufpassen. Das sehe ich aber anders, Lady. Mal nochmal nachladen hier. Ja, ich kann auch so lachen. So, 4 Schüsse haben wir jetzt noch. Ja, das werde ich dir zeigen, ob dann meine Tochter euch gehört. Ah. Nee, komm. Das ist aber heftig gemacht hier, ey. Die Energie aus, sieht noch gut aus. Sie überhaupt im Sonnenlicht so rumfliegen kann. Ah, oh, shit. Nee, wahrscheinlich nicht. Boah, dann mal. Wie viel braucht die denn, ey? Du siehst deine Rose nie wieder. Was hier bleibt. Ah, shit. Alter, wie oft wir in dem Game schon runtergefallen sind. Ich dachte, wir müssen das Monster auch noch killen. Wenn das alles jetzt zu Staub zerfällt, wäre natürlich super geil. Okay. Kristalline Lady. Viel Spaß in der Hölle. Ja. Ich sag's dir, Bro. Ist da bestimmt eine Kugel oder so drin, oder? Ja, mal gucken. Ich komme hier wohl endlich raus.
dreckiges Glasgefäß. Rose. Das finde ich schon schade, ey. Wir haben deine Tochter immer noch nicht gefunden, ne? Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bring sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Hölle. Ne, Höhle, dann durch die Ruinen und das Dorf. Okay. Abspeichern. Oieieiei. Ich war noch ganz vergessen, wir haben ja wahrscheinlich auch noch so einen riesen Werwolf, der da irgendwie rumrennt. Also das ist ja alles hier noch nicht richtig vorbei. Er hat ja gesagt, wir sollen durch die Höhle gehen. So, von hier sind wir ja gekommen, ne? Okay, das Schloss müssen wir knacken. Okay, wir sind von hier gekommen. Könnte man die Brücke runterlassen? Ins Wasser können wir auf jeden Fall nicht. Und da sind wir gekommen. Und hier müssen wir jetzt was knacken. Das heißt, uns fehlt hier irgendwo noch was. Ach, hier geht's ja noch lang. Ja, die Brunnen werden jetzt gar nicht mehr angezeigt, die Kurbeln. Doch. Schmiedeeiserner Schlüssel. Eckiges Glasgefäß, Schatzkarte. Guck mal, die Schlüssel, die bringen nichts. Brauchen wir irgendwie eine Kurbel oder so. Ja, gucken wir mal, ob wir hier was Schönes finden. Oh ja. Schießpulver haben wir gefunden. Schade. Warte mal, vielleicht können wir das Schloss auch. Hier ist ja die Kurbel, aber die können wir nicht nehmen. Vielleicht können wir das Schloss auch aufschießen. Mal probieren. Jo, alles klar. Ich auch gleich drauf kommen können. Mann, Mann, Mann. Hier. Überall Fische, okay. Wir gehen nochmal zurück, weil hier gab es noch eine andere Abbiegung, oder? Nee, warte mal, wir sind hier runtergefallen. Nee, es ist nur so ein bisschen ausgebuchtet. Ich dachte, da können wir auch lang. Wie gesagt, ich will alles einsammeln, was ihr einsammeln kann. Hört unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Okay. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht. Die Hexe habe ich ganz vergessen. Unser Opfer in Erwartung des Erlösen. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht. Ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ja, ich kann das. Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät! Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn?
Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Oh Mann. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie. Oh, die Alte taucht immer wieder auf und dann geht sie weg und schließt Türen. Na, hurra, ey. Bügelter Schlüssel. Weiß, wo der uns hinbringt. Ja, aber auch geil aus, ne? Wie detailreich das gezeichnet ist. Okay, versuchen wir hier mal rauszukommen. Eigentlich wollten wir aus dem Schloss entkommen und sind aber eigentlich wieder am Schloss, ne? Oh Mann. Eckiges Glas. Wohl sieht vertraut aus. Und mal nachdenken. Also Schmiedeeisen, Schlüssel nicht, auch dreckiges Gefäß. Das Blume- und Schwertersiegel ist zu dreckig, um den Inhalt sehen zu können. Das heißt, wir müssen das irgendwie wahrscheinlich mal reinigen. Teil der vergilbten Schatzkarte. Okay, pass auf. Dann machen wir mal Folgendes. Gehen wir ins Inventar. Uns das dreckige Gefäß an. Gedacht, dass wir das irgendwie reinigen können oder so. Aber es gibt auch kein Symbol zum Untersuchen. Naja. Okay. Mal gucken, ob wir noch woanders was finden. Mal gut, dass wir abgebogen sind. Das, was ich meine. Es ist echt ärgerlich, wenn man hier irgendwie Sachen übersieht oder so. Das ist echt nervig. Ich glaube, wir können die Schrotflinte erstmal wieder nehmen, ne? Haben wir nämlich auf 15 Schuss. Dann habe ich Kapazität dafür. Fett. Oh Gott, hier sind doch auch wieder die Wölfe unterwegs, ne? Der Oberwolf hat doch auch hier geschossen, ja, mit Pfeilen und so. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Okay, einer ist schon platt. Zwei sind platt. Hier ist auch einer gewesen, ne? Wo ist denn der? Da unten. Alles klar. In der Kurbel fehlt irgendwas. Der kann nicht verwendet werden, okay. Die so jaulen, habe ich mal Angst, dass die andere anlocken.
die dritte Ziege, die wir erledigt haben. Das heißt, wir müssen irgendwas finden, damit wir die Brücke runterlassen können. Mal gucken, ob wir da oben irgendwo eine Kurbel finden. Hier nicht. Okay, er geht da gleich hin. Ja, ich will nämlich hier die Seite nochmal durchsuchen. Na, sieht er da. Wieder schöne Gegenstände. Passt nicht ins Schloss. Passt auch nicht. Hey. Passt auch nicht ins Schloss. Passt auch nicht. Noch einen anderen Schlüssel. Nö. Schade, wer weiß, was da Schönes drin ist. Aber okay, gehen wir mal hier weiter. Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Mein Freund, der Händler. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ah, ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sieh genau hin. Rosemaries Kopf? Alter. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König. Nicht wahr? Ja, was bleibt mir anderes über? Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold. Mann, ey. Der Typ hat ja doch mehr mit der Story zu tun, als ich dachte. So. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Mal. Kristalline Lady. Oh, da kriegen wir aber einen Haufen Kohle für. Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kurven. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an.
Die Pistole könnte man theoretisch erweitern. Schrotflinte wäre natürlich auch noch nice. Überlass das mir. Was? Ah, schon gut. Das war's. 240 haben wir, okay. Feuerrate hätten wir vielleicht nochmal erhöhen können oder so, aber okay. Herrlich. Hals und Beinbruch. Ja, vielen Dank, mein Freund. Oh, was passiert denn jetzt? Was zum... Ja, da brauchen wir 4 Stück von. Boah. Passt nicht in die Tür, die mit einem... Was steht da? Mit Ornament mit 4 Flügeln dekoriert ist. Hey. Was für eine entzückende Waffe. Okay. Das heißt, wir haben hier... Brauchen wir 4 Ornamente. Ja, der passt. Ist schon mal gut. War schon wieder am Anfang, ne? Was? So, mit dem roten Schornstein, hat er gesagt. Da lebt jemand. So, das ist ja ein roter Schornstein. Nicht gedacht, dass wir wieder ins Dorf zurückkommen. Ich habe aus dem Haus mit den Schornsteinen einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet, also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich bis morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal alleine, Lucia. Ist sich... Ah, scheiße, jetzt haben wir keinen Dietrich, ja klar. Geschnitzter Tierkörper. Okay. Wer weiß, für was das gut ist. Okay, das ist ein altes Fahrrad. Das würde ich am liebsten nehmen und damit dann wegfahren. Aber vielleicht jetzt hier irgendwas entriegeln? Ja, genau. Die waren hier vorher mal zu. Ach so, da bin ich ja auch reingekommen durch. Stimmt, da ist ja der Händler. Ah, ich Granate. So, Haus mit dem roten Schornstein. Da wohnt einer. So, da sind wir ja gewesen jetzt.
Oh, das hat man ja hier entriegelt. Da liegt da einer tot auf Toilette, na hurra. Kann man das irgendwie bewegen? Ja, mit Schlüssel bestimmt nicht, glaube ich. Auch eine Kurbel oder so. Vielleicht finden wir die hier irgendwo. Der Trecker. Das ist ja sehr schön. Ich überlege, was wir hier für Action erlebt haben und momentan ist es ja noch so relativ ruhig. Wirklich relativ, das wird sich auch noch ändern. Die aus dem Fenster. Mache ich. Ich gucke aus dem Fenster. Sollen Sie hier irgendwie eine tote Krähe oder ein Rabe? Hier ist eine Kombination. Hier ist ein Fenster, aber hier sehe ich auch keine Kombination oder irgendwas. Hier ist auch ein Fenster. Ah, 04. 07, 04, 08. Ja, komm rein hier. Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Probieren wir es mal. Null sieben, null vier, null acht. Na. Jo. Oh, ne. Jetzt haben wir kein Inventar mit Platz mehr. Was hatten die eigentlich für Feuerkreise? Automatische, vollautomatische Pistole. Nicht tauschen hier? Nee, ne? Immer. Ja, das geht leider nicht. Ne, das möchte er irgendwie nicht. Das finde ich so ein bisschen scheiße, ganz ehrlich. Möchte irgendwie nicht, dass wir die Waffen alle irgendwie richtig einsammeln. Guck ich mal, vielleicht, warte mal, vielleicht können wir noch mal ein bisschen puzzeln hier. Mal kurz hier hin.
So, warte mal, wie drehen wir die? Ach, Spaces drehen, ne? Ne, doch Spaces drehen, aber er dreht die nicht. Jetzt mit der rechten Maustaste, mit der linken Maustaste dreht er die. So könnte es klappen, ne? Und dreht er die hier in dem Menü nicht? Kann ich die hier nicht Kopf stellen? Hallo? Soll das? Hier kann ich sie mal einen Kopf setzen, aber kann ich sie nicht rübersetzen. Bringt leider auch nichts. Ich habe noch eine Idee. Ja, wir schließen das und zwar. Die rüsten wir erstmal aus. Dann laden wir unsere drei Schuss nach. Das klappen. Sehr gut. Nein. Und das ist die Kurbel. Wagenheberkurbel, das ist richtig geil, weil dann können wir jetzt nämlich den Trecker bewegen. Alter Falter, ey. Ich gedacht, Action wäre vorbei. Oh Mann, ey. Piss dich hier. Oh, jetzt aber. Ja. Immer noch grün im grünen Bereich, ey. Das ist gut. Ja, das haben wir alles eingesammelt. Dann können wir jetzt nämlich an den Trecker rangehen. Aber das war ja... Vier Werwölfe, ey. Die haben auch keinen anderen Auftrag. Wagenheberkurbel. So, okay, jetzt haben wir den angehoben. Das heißt, dass wir können jetzt hier unter durch, ja, ne? Ah, okay. Alter, war das knapp. Ich dachte schon, das Ding ist mir genau auf mich draufgefallen. Alter, die Knarre ist jetzt geil, also. Natürlich viel aufpassen mit Munition. Bin jetzt... Ja.
Hier hängen jetzt die Ziegenköpfe rum. Frage, wo man jetzt... Hier da oben hockt auch einer. Hinter mir auch einer. Zwei sogar. Ach du Scheiße. Hässliche Fratze. Boah, heftig, heftig, ey. So. Kristalliner Schädel, sehr gut. Den können wir wieder verkaufen. Was wir jetzt aber machen, wir rennen jetzt nochmal nach hier oben, wo ich eigentlich dachte, hier geht es weiter. Bin deswegen in die andere Richtung gegangen, weil... Ach, schade, ich dachte, wir können jetzt hier nochmal was anderes looten oder so. Ja, aber es scheint nicht zu sein. Sagt der Tacho. 21:39. Ich wollte eigentlich nur bis 20 Uhr spielen, ey. Mann, Mann, Mann. Das Game macht echt süchtig. So. Dann würde ich sagen, da rüsten wir halt die erstmal aus. Und sehr gut. Okay. Mit dem Inventar, das gefällt mir nicht so richtig, sage ich ganz ehrlich. Weil ich so ganz verstehe, warum das nicht hinhaut. Passt nicht. Das ist doch aber so ein Dimitrescu-Schlüssel hier, oder? Der passt auch nicht. Dann nehmen wir mal schmiedeeiserner Schlüssel. Der passt. Sehr gut. Inventar ist voll. Oh, das ist ja natürlich ärgerlich. Pistolenmunition. Eine Brunnenkurbel haben wir. Das ist ja sehr gut. Ich verstehe dich, warum man die Objekte nicht übereinander legen kann hier. Okay, bleibt mir nichts anderes übrig. Wir schließen das Inventar. So. Und sammeln die Munition rein. Einfach ist die Kiste. Mal, ob auf dem Plumpsklo noch einer ist. Mich würde es nicht wundern, wenn dann irgendwann mal Dietrich, oh, sehr geil. Wenn dann irgendwann mal einer auf dem Klo ist, oder gerade ein Zombie oder so. Und Munition. Ah, die Konzentration, ey. Wenn man so lange gezockt hat, man merkt es. Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Thank you.
Oh, den Körper haben wir gefunden. Mandalina oder so. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir da jetzt rauskommen, wenn wir die, die Brunnen alle öffnen, also wenn wir die hochkurbeln. Was wir da drin finden. Okay, der passt nicht ins Schloss. Okay, das wird wahrscheinlich ein Schloss sein mit einer Gitarre, ne? Aber habe ich nicht. Was soll ich machen? Sehr geehrter Herr Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wen braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Josef Simon, Gärtner des Hauses, Beneficiento. Das ist ja schön. Das heißt, wir finden den Schlüssel irgendwo noch. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie noch zurückkommen. Ja, das Do Not Enter finde ich auch geil, ne? Weil, willst du anderes machen? Natürlich muss sie hier Enter zu rein. Okay, hier sind aber keine. Genau, hier sind keine Brunnen, ne? Nee. Wir müssen jetzt quasi die Brunnen suchen. Die dann benutzen. Hier ist ein Brunnen. Guck mal, ob das funktioniert. Brunnenkurbel. Ja, nehmen, aber was hat er denn jetzt genommen? Hat er gar nicht angezeigt. Macht aber auch nichts. An der anderen Seite verschlossen. Wir haben auf jeden Fall einen Brunnen schon mal geöffnet. Da bist du gesagt, hochgeholt. Genau, schauen Sie am Fenster, das haben wir gemacht. Und wie sieht denn hier eigentlich die Karte aus? Hier geht's rund, rum. Genau. Ja, genau, den Brunnen haben wir auf jeden Fall schon mal untersucht. So, und da gibt es ja das Gebäude hier. Das ist, da muss irgendwas sein, was wir finden können. Es ist immer noch rosa. Als wäre es nicht untersucht worden. Hier aber auch nichts. Wenn man mal guckt. Ja. Lecker. Die
dem Gebäude. Das ist ja zu. Wo ist hier das Geheimnis? Ach, da oben ist irgendwas. Ja, jetzt kann ich noch nicht mal die Munition einsammeln, ey. Das ist doch so ein Witz. Doch schade, dass ich die Munition nicht gleich einsammeln kann. Warte mal, was ist denn? Blinde ausrüsten. Das geht dann auch nicht. Das ging irgendwie anders bei Resident Evil früher. Da konnte man hier auf die Objekte gehen und die dann gleich auch zum Nachladen benutzen. Jetzt habe ich zwei Dietriche. Warum er die Heiltränke irgendwie, warte mal, Medizin, die alle Wunden vollständig heilt. Medizin, die Wunden vollständig heilt. Warum er die Tränke nicht übereinander legt, das ist noch ein Rätsel. Und ich kann ja auch nichts ablegen, das ist ja das, was mich so stört. Altobjekte stapeln. Ja, was soll ich machen? Dann kann ich halt die Schrotflintenmunition nicht einsammeln. Mal, also würde ich jetzt hier rüberlaufen in einem anderen Game und dann würde er die hier einsammeln. Ja, dann kann ich halt mit der Schrotflinte erstmal nichts machen. Kann ich. Ich kann es nicht ändern. Okay, wir können nur eins machen. Wir verschwenden Energie, ne? Aber wenn die Energie voll ist, dann macht er das auch nicht. Es kann doch nicht sein. Messer mit abgenutzter Klinge. Warum kann ich das denn auch nicht loswerden? Naja. Dann ist das halt so. Obwohl, wir brauchen eigentlich nur raus. Kann ich die Schrotflintenmunition halt nicht benutzen. Sowas Dämliches. Gucken wir mal, denn das Gebäude war ja zu, genau. Müssen wir nochmal gucken, dass wir zu anderen Brunnen kommen. Jetzt hier durchgehe. Ist da der nächste Brunnen? Okay, prima. Das hier durch. Das heißt, da wir da nicht durchkommen, müssen wir hier lang. Okay, prima, prima, Ballerina. Jetzt können wir hier rechts rum. Ja, da finden wir auch einen Brunnen.
und ist da, okay. Komme ich da jetzt hin? Eigentlich nur geradeaus und dann links rum, ne? Genau. Aber hier ist ja irgendwie alles versperrt. Das, ich komme hier gar nicht lang. Warte, ich dachte, ich kann das irgendwie in Brand stecken oder so. Ist auch geil, ne? Du willst, denkst du, oh, kann ich eine Abkürzung laufen? Ich umgehe das. Dann ist das von der anderen Seite hier geschlossen. Ich habe da eben eine Rohrbombe gesehen, ne? Kann er die Medizin nicht übereinander legen? Okay. Es ist so, wie es ist. Kannst du dich ändern. Also vielleicht hätte ich die Rohrbombe auch gebraucht. Jetzt renne ich aber da wieder lang. Da komme ich jetzt nicht lang. Ich muss da aber lang. Das heißt, ich muss dann irgendwie hier lang. Ist das richtig, wie wir jetzt laufen? Ja, wir versuchen es mal. Ach, sehr gut. Ah, das passt. Aber gut, dass die Hühner noch nicht zu Zombies geworden sind. So, das war die Tür, die von der anderen Seite verschlossen ist. Jetzt sind wir das Ganze umgangen. Das ist sehr gut. Prima, nächsten Brunnen anvisieren. Nur schauen wir mal, was wir da finden. Geschnitzter Tierkopf. Jetzt will ich mal was gucken. In dieser Krypta hier. Sind wir ja auch nicht reingekommen, ne? Mich ja an der Demo schon interessiert. Das ist ein Teil der Schatzkarte wahrscheinlich. Naja, es muss ja auch nochmal Rätsel geben. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt den Brunnen haben wir jetzt. Genau, der Brunnen und jetzt müssen wir noch zu dem Brunnen hier. Was war da finden? Das ist dann der dritte Brunnen?
Halskette mit Fassung. Das ist ein Altar. Brunnen 1. Hier ist auch noch ein Brunnen. Okay. Auch nochmal hin. Sind wir hier, dann können wir einfach nur geradeaus durchlaufen. Ob das so einfach geht. Ja. Wir können nichts mehr einsammeln, ich hasse das. Und das hier. Illusionsgeschoss. Können wir auch nicht nehmen. Alter, alles was cool ist an Waffen können wir nicht nehmen. Wird ja wahrscheinlich irgendwann auch eine Panzerfaust oder so geben. Aber okay, wollen wir uns mal das hier? Ah, Lucias Halskette, auch gut. Entweder können wir die verkaufen oder so. So, jetzt gucken wir mal. Ach, hinter dem Gebäude, genau. Auch geil, in anderen Spielen verwenden sie Schweine, Hunde. Und hier kommen Schweine. Der Lesen ist wild. Ja, okay, was soll ich machen? Müssen wir beim Händler irgendwas verkaufen? Keinen Sinn. Irgendeine Knarre müssen wir verkaufen. Wenn wir die Schrotflinte verkaufen, wir brauchen Platz im Inventar. Können wir auch nicht nehmen. Rohrbombe, toll. Letzten war auch nicht. Jetzt Platz? Nee. Okay, pass auf, wir gehen zum Händler zurück. Wir müssen irgendwas verkaufen. Geht so nicht. Irgendeine Knarre muss ich verkaufen. Wenn ich die Schrotflinte nehme oder ich weiß es nicht. Also. Jedenfalls eine Pistole muss ich hier kaufen. Gucken wir mal, wo unser Händler ist. Friedhof. Ortsteil, Westteil. Alles richtig durchsucht haben wir auch nicht. Da ist der Altar. Ja, genau. Da ist der Händler, da müssen wir hin.
War schon geil, dass wir da jetzt wieder zurück können. Nee, doch nicht. Völlig falsch gelaufen, wir müssen hier lang. Gucken wir mal, ob wir hier schon was einsetzen können irgendwie. Schatzkarte von mir voll. Funktioniert nicht. Vielleicht können wir die auch einfach nur verkaufen, die Halskette. Sind jetzt unser Händler? Zeremonienplatz. Falsch abgebogen. Da ist er doch. Ey. Ich laufe an unserem Händler vorbei. Das gibt's ja nicht. Okay, dann lass mal sehen. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Die alles verkaufen. Ich habe gedacht, das brauche ich irgendwie alles. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, dass du es weißt. So, und jetzt gucken wir mal. Die Lemmy, die Munition. Wir kriegen 20.000 für die Lemmy. Was hat die denn? 140 Feuerkraft. Ist natürlich viel geiler hier, ne? Verkaufen wir die Lemmy. Können wir die gar nicht verkaufen? Warum das nicht? Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Ach, wir können die Lemmy verkaufen. Machen wir jetzt auch. Keine Sorge, du kannst es jederzeit zurückkaufen. Genau, wollte ich gerade sagen. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir machen. Entweder wir verkaufen das Survival-Gewehr oder die Schrotflinte. Ich glaube, wir nehmen die Schrotflinte. Das Gewehr hier. Ich glaube, die Schrotflinte... wie oft benutzen wir die Schrotflinte? Ja, komm. Können wir nicht verkaufen? Können wir nicht verkaufen? Müssen wir denn drei Waffen haben oder wie? Warum? Pistole können wir verkaufen. Okay, das geht auch. Alles klar. Brauchst du es nicht mehr? So, jetzt haben wir ja ordentlich eingekauft. Bitte sieh dir auch besser gesagt, verkauft. Oh, dann können wir die auf jeden Fall erstmal fett modifizieren hier. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Mehr geht nicht. Okay, und jetzt gucken wir uns nochmal an, was wir da haben. Ah, Koffer. Das ist ein sehr gefragtes Produkt. Dann haben wir nämlich viel mehr Platz im Inventar, glaube ich, wenn wir einen Koffer haben. Okay, der ist ausverkauft.
denn das hier eigentlich? Wusste ich doch, dass dich das interessieren wird. Ja gut. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Hoffe ich auch. Es sind nur 5500. Schönen Tag. Sehr gut. Sehr geil. So. Jetzt haben wir endlich in den Koffer und wir haben richtig viel. Versuchen. Erwarte das Magazin für die Lemmy. Die Lemmy haben wir aber verkauft. Warte mal, vielleicht können wir die Lemmy wieder zurückkaufen. Soll ich etwas für dich auswählen? Zu hungern heißt zu leben. Oh, Alter, 51.000 will er jetzt von mir haben. So. Rückstoß, Lemmy. 41.500? Hat er was am Balken? Au revoir. So, speichern wir nochmal kurz. Jo, Freunde, dann würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in dem nächsten Teil. Lass mal ein Abo da. Nicht vergessen, den Kanal zu kommentieren. Genau, so haben wir das. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.